Ich bin viel zu hoch. So, Leute, herzlich willkommen zur Beanboozles Challenge. Mit Lupina? Ja, mit Lupina. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was haben die nur vor? Oh, Mensch! Da gebe ich doch direkt schon mal einen Daumen nach oben, oder? Boy, that escalated quickly. Okay, eine Sekunde. Da muss ich jetzt noch kurz was verändern. Was ist das eigentlich? Das sind Bohnen, die hab's jetzt aufgemacht. Die halt teilweise gut schmecken, teilweise halt mal nicht. Es ist so eine Art Bonbon, das lässt sich leicht kauen. So ein Kaugummi, den man runterschlucken kann. Ja. Und es gibt halt hier auch nochmal verschiedene Sorten. Und da jetzt zum Beispiel, spiel verkehrt, da blau steht Zahnpasta und Blaubeere. Das heißt, für eine Farbe gibt es immer ein ekliges und ein leckeres. Naja, leckeres. Da gibt es halt auch Kotze und Windeln und Rasenmäher. Nee, Gras, ne? Ja. Gemetzgras. Einer der schlimmsten sind Kotze. Faule Eier. Hundefutter und faule Eier ist schlimm, das hatte ich. So, wir haben hier ein Beutel, wo wir das reinspucken können. Ich würde sagen, jeder von uns frisst 5 von diesen Bonbons. Wir drehen hier an dieser kleinen Scheibe und da steht dann drauf, was wir nehmen müssen. Und noch eine kleine Info, was das Lupina soll. Damit trinken wir nach. Mhm. Also falls wir dann den Kotzgeschmack im Mund haben, müssen wir damit nachtrinken. Die ekelhaften, falls man eins hat, muss man minimal 10 Sekunden im Mund haben. Nein, 5. 5? Ja, 5. Also überlegt man das nicht. Die leckeren darf man runterschlucken, ja, falls sie einem schmecken. Darf so. Man aufessen. So, die packe ich jetzt mal. Die sehen aber auch echt komisch aus, Leute, oder? Was meint ihr? Die haben nur eine Schere. Die haben alle bunte Pickel. Nee. Okay, Wien. Mach Muskelmann. Ich mach das jetzt mit Minecraft-Schwert. Scheiße. Ja, wow. Die mit 2 von der Seite Farbe so am Boden. Hier ist noch einer. Oh, das ist echt wieder Kotze oder so. So, dann hast du jetzt hier schön hier reingetan. Bah, riech mal. Alles klar, wo ist der Beutel? Wo ist der Beutel? Alter, ich muss meinen Geruch gleich schon kotzen. Ja. Junge. Ah ja. So. Oh, der Geruch. So, jeder 5, wer fängt an? Schnick, schnack, schnuck. Du musst anfangen. Oder nee, darf ich mir aussuchen, ne? Ja. Ich glaube, ich fange an, dann bin ich nämlich schneller fertig, obwohl. Ja. Okay. Ich drehe jetzt das erste Mal. Let's go. Ach, wir müssen wahrscheinlich erstmal. Ah nee, das Lupina machen wir gleich auf. Ja, warte, ich mach während du ein. Während du. So. Entweder faule Eier. Oder. Also halt so einen gelben. Oh, Butterpopcorn. Oder Butterpopcorn. Oh, warte. Oh nein. Oder sollen wir sagen, nur kurz im Mund? Sagen wir mal nur kurz im Mund. Sagen wir 3 Sekunden, okay? Okay. Aber 1, kaum. 2, 3. 1, 2, 3. Butterpopcorn. Oh. Ey, mein Herz, ne? Ich kau da so drauf rum, das schmeckt erstmal nach gar nichts. Ja, der Nachgeschmack ist bei schlechten auch am schlimmsten. Wenn du schon längst ausgespuckt hast. Ihr müsst wissen, ich hab das schon. Butterpopcorn schmeckt aber auch nicht so gut. Ja, ich finde. Egal. Gut, eins habe ich hinter mir, eins ist schon mal gut. Oh, perfekt, Alter. Junge. So, Leute, darauf erstmal einen Schluck Lupina. Ich hab keinen Bock auf Kotze. Oh. Alter, das brennt so hart. Look at this face.
Nein! Was ist es? Stinkende Socken oder Tutti Frutti. Okay. Welches, was für eine Farbe ist bunte. Das? Das ist ganz bunte. Es ist entweder faule Socken oder Tutti Frutti. Oh Gott! Man darf vorher dran riechen. Riechen sie nicht. Ach, stimmt, das riecht man nicht. Ich habe ein Butterpopcorn immer noch nicht von dem Stück. 3, 2, 1. Faule Socken? Socken? Ja? 3, 4. Nein, ich habe noch. Hier, Lupina! Du Lupina, nimm einen Schluck! Gönn dir! Und das brennt! Nachgeschmack! Musst du kotzen? Nachgeschmack! Sag, wenn du kotzen musst, ne? So, oh, das verschrost! Warum kriegst du auch davor, Junge? Ey, das ist. Das steht sogar hinten drauf. Scharfer Mix. Ja, das ist voll scharf. Ich weiß auch nicht, wie Getränke scharf sein können. Oh Gott, okay. Stell dir vor, hast du nee, das geht so gar nicht klar. Es steht in der Mitte. Das steht auf dem roten. Oh, ich habe auch faule Socken oder Tutti Frutti. Okay. Warte, 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 Tüte. Bah. Ah, da ist noch dein. Tutti Frutti drin. dein Wolf. Bah! Bah! So schwer! Hast du da reingekotzt oder was? Nein! Bah! Okay. Tutti Frutti. Ja! Geil! Oh, das schmeckt richtig geil! Das schmeckt wie diese. Five Gum Melonen-Kaugummis. Ich will sie auch. Geil. Hey, die blauen, die sehen irgendwie krass aus. Die blauen. Was ist für ein Lack, Alter? Nice. Oh mein Gott. Okay. Ey, Leute. Riecht mal da dran. Bah, es riecht so nach Kacke. Riecht ihr das? Okay, dann dreh mal. Was ist es? Kotze? Was ist es? Hundefutter. Hundefutter? Welches blassblaue? Nein. Hundefutter oder? Braun. Oder Schokoladenpudding. War das ja beides ekelhaft. Magst du kein Schokopudding? Nein, aber als Bonbon. Ja, okay, stimmt. Riech mal. Das ist Hundefutter, glaube ich. Darf ich ein Eis nehmen? Nee. Eine Gnade. Nein. Komm, ich halte die Hände wieder. Komm, jetzt kommt. Sagen wir mal 3 Sekunden, okay? Bei den extremen 3 Sekunden. Ab im Mund. 3, 2, 1. So. Siehst du? 3. Kannst du ausprobieren. Ich glaube Schokoladenpudding. Ja? Doch nicht. Das hat auch noch rechtzeitig gemerkt. Musst du kotzen? Musst du kotzen? Ich glaube, es war wirklich Schokoladenpudding. Ach Gott. Aber es war irgendwie so ein. Ja, komischer Geschmack. Doch, es war Schokoladenpudding. Das hat irgendwie so zwischendurch voll ekelhaft geschmeckt. Prost. Ja, zum Wohle, ne? Ich nehme auch einen Schluck. Das brennt übelst im Hals. Ja, das ist nicht witzig, Alter. So, wir müssen wieder weglassen. Nee. Okay, wie viel hat jeder? 2, ne? Ja, also ich hab 2. Du auch. Ja. Du hattest beide richtig? Ich hatte eins eklig und eins leck. Oh. Oh, scheiße. Ich hätte Schokoladenpudding. Ja, das war irgendwie so eklig. Hallo. Zwischendurch. Hallo. Der dreht nicht mehr. Kevin. So, jetzt. Okay, orange. Das ist Windeln. Windeln oder? Oh, sorry. Entschuldigung. Windeln oder? Kokosnuss. Warte, warte, warte. Nein, das ist glaube ich nicht. Ich zähl. 5? Nein, 3. 3? Immer 3. 1, 2, 3. Ich weiß, es ist irgendwie. Das schmeckt nach Papier.
Musst du kotzen? Ich komm jetzt noch einen Schluck wieder drauf. Junge. Oh, mach's nicht. Leute! Oh. Prost! Genick gebrochen. Oh, das brennt ja wie Scheiße! Das brennt ja! Das schmeckt circa wie dieses Sakrotania, Alter. Kauft euch das lieber. Junge, das ist einfach kaputt. Mein Daumen. Junge. So, jetzt. Jetzt. Was ist es? Kotze? Was ist das? Ja, Kotze? Ja. Kotze, oder? 40. Okay, Leute. Kotze oder Pfirsich? Darfst du einen aussuchen? Oh mein Gott, Kotze, Leute. Du hast einfach den Kotzgeschmack im Mund. Such dir eins aus. Nimmst du das hier? Wenn du kotzen musst, bitte geh auf Toilette, ja? Okay, warte. Ich mach mich schon mal laufbereit. Hier. Boah, es wird so schlimm. 3 Sekunden. Okay, bei Kotze sagen wir 2, okay? Das ist zu krass. Riecht's? Das ist Kotze. Darf ich ein neues nehmen? Nein. 3, 2, 1. Ziel! 3. Was noch, Lupina? Zum Wohle! Es ist ekelhaft, es ist einfach nur ekelhaft. Es ist mein letztes, aber trotzdem nicht. Schmeckt so. Warte, ich. Mama? Wir gehen gleich Zähne putzen, ja? Ja. Alles klar, wo haben wir denn die Kotze hier? Du hast einen Teil neben die. Ach, ich dachte gerade, du hast das neben die Tüte gespuckt. So. Drehen wir mal mein letztes. Oh Gott. Ich bin zum Schluss. Okay, das ist. Oh, Limette oder Popel? Oder? Warte. 1, 2, 3. Okay, das hört sich nach Popel an. Junge. Muss ja 3 dicke Schlucke. Nein, tu's nicht. Das reicht. Junge. Er nimmt die ganze Dose, Ex. Ex, die ganze Dose, Junge. Ich hab Tränen in den Augen. Oh, sieht man das? Ich hab Tränen in den Augen, Alter. Okay, das sieht man nicht.